Fast 80.000 Betriebe und mehr als 900.000 Beschäftigte. Die Bauindustrie gilt als Schlüsselindustrie. Doch der Ukraine-Krieg setzt der Branche so heftig zu, dass die Umsatzentwicklung aktuell gegen Null tendiert. Die Hälfte des benötigten Betonstahls kommt aus Russland, der Ukraine oder Belarus. Belastend sind auch andere gestörte Lieferketten für Material und hohe Energiekosten. Alles Themen am Tag der Bauindustrie. Prokurist Dieter Miesen auf seiner Baustelle in der Berliner Innenstadt. Hier soll eine Trinkwasserleitung verlegt werden. Doch das Problem ist, immer wieder sind Teile nicht lieferbar. Dieses T-Stück, ein Anschlussventil, ist gerade knapp. Stahl ist Mangelware. Preissteigerungen bei einzelnen Materialsorten zwischen 35% und 100%. Einige Materialsorten, wie zum Beispiel Stahl, das wissen wir alle, der kam ganz verstärkt aus der Ukraine, teilweise auch aus Russland. Die Vorprodukte dafür, die sind um 100% erhöht worden. Die Preissprünge treffen auf eine Branche, die gerade erst deutliche Kostensteigerungen erlebt hat. Beispielsweise stieg der Preis für Dachlatten im vergangenen Jahr, also bereits vor Beginn des Ukraine-Kriegs, um 65%, Betonstahl verteuerte sich um 53% und Dämmplatten um 21%. Der Branchenverband steckt in einer paradoxen Situation. Aufträge gibt es jede Menge, doch die Arbeit stockt, weil das Material fehlt. Das Problem sind die extremen Preissteigerungen. Das macht uns das Leben schwer. Volle Auftragsbücher sind normalerweise natürlich ein Garant auch für ein gutes Baujahr. Aber volle Auftragsbücher bei dann steigenden Preisen sind für uns schon ein echtes Problem, weil wir haben Festpreise gegenüber den Bauherren, die wir in der Regel nicht verändern können. Und es kommt noch ein Problem hinzu. Wegen der steigenden Preise wird von Baustellen mehr gestohlen.